Buen día, tanqueros. En la clase de hoy tenemos un especial para la mujer. Sí, solamente para la mujer. Los hombres aquí no van a hacer mucho, solamente van a sostener y a dar el soporte para que la mujer pueda jugar y tomar la marca por un momento para hacer ella sus adornos en momentos muy precisos. Es una clase muy interesante también, espero que les guste. Recuerden comentar, suscribirse y compartir. Disfruten la clase. So, fangen wir an. Zusammenfassung. Heute haben wir ihr die Rolle gegeben. Sie macht, was sie will jetzt. Ich mache nur so, mehr tue ich eigentlich nicht. Aber erstmal zeigen wir, wo die zwei Hauptpunkte waren in diesem Unterricht. Erstmal war hier, dieser, und der zweite war da. Was auch eine Wiederholung haben kann. Warum kam dieses Thema? Es kam, weil ich habe vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen, vor ein paar Stunden auch mit jemandem geübt. Hat mir eigentlich vor einer Woche oder zwei Wochen gesagt, eigentlich, weißt du, es gibt eine Sache, das wir früher gemacht haben beim Tanzen, und das ist das hier, diese Bewegung. Das haben wir lange nicht gemacht, das würde ich gerne machen, weil das habe ich irgendwie vergessen. Und die Antwort war, warum machst du es einfach nicht? Also muss ich dazu, vielleicht fällt mir nicht auf in diesem Moment. Mach das einfach. Wieso? Darf ich das machen? Ich sage, aber natürlich kannst du das machen. Also, erste Sache. Erste Übung. Wir werden das ein bisschen anders machen in dem Unterricht jetzt. Wir machen 6-7. Und in diesem Moment werde ich Folgendes machen. Ich gehe 6-7. Ich gehe rückwärts und ich führe sie ins Kreuz. Das ist das Muster. 6-7. Ich gehe rückwärts und in Kreuz. Und dann kann ich wiederholen. 6-7. Dann gehe ich rückwärts in Kreuz. Und sie könnte hier 6-7 auch selbst diese Verziehung machen. Es ist nicht schlimm, es ist sogar gut, wenn sie in manchen Momenten etwas von ihrer Führung vermittelt, damit ich warte und sie damit spielen kann. In so einer Figur besonders ist sie die Protagonistin, die macht auch nicht so viel. Und es stört überhaupt nicht in meinem Tanz. Überhaupt nicht. Ich bin in einer sicheren Position, hier Schritt zur Seite. Das Einzige, das sie machen muss, ist mich aufmerksam machen. Wie? Hier, mich ein bisschen mitteilen, was sie macht. Ja, wenn sie nichts macht, dann gehe ich und ich kreuze. Ich muss genug deutlich sein, weil beim Führung folgen, da bin ich aber überzeugt. Wenn der Mann auch gewisse Klarheit durch ein bisschen dominant sein beim Tanzen führt, wenn er auf diese Weise führt, ist eigentlich ganz deutlich, was ich will. Ich finde doch ein bisschen dominant. Also ich meine, wenn wir da voreinander stehen, ich bin nicht so, sondern gehe auf sie zu und ich bin hier ein bisschen dominant. Warum? Weil ich führe. Ich will, dass sie ganz deutlich versteht, das Signal, das ich gebe. Wenn sie mir ein Signal geben will, dann muss sie drüber gehen, damit ich das verstehe. Also ohne Angst, ohne sich zu schämen, ohne zu zweifeln, ohne einfach zack, direkt. Der Mann muss das irgendwie mitbekommen. Also 6-7, da zeigt sie mir deutlich, sie will etwas. Ja? Und sie hat mir sogar jetzt die Pause gezeigt, dass sie möchte. Ja? Ich sage, in diesem Moment will ich die Geige zum Beispiel tanzen, ich mache Pause, aber dann ist sie echt dominant in diesem Moment. Das ist völlig richtig. Sonst, wie würde ich das merken? Jetzt, nächste Sache. Sandwich oder Parada oder was auch immer. Auf dieser Seite, auf der offenen Seite der Umarmung, obwohl es egal ist, aber damit wir das verbinden, ist es praktischer. Zum Beispiel Parada. Sie kann das machen. Das ist die Verziehung, die wir vor einer Woche gemacht haben. Hat sie Möglichkeit, zurückzugehen. Also das ist die gleiche Verziehung, nochmal nach hinten zu machen und dann zum Beispiel ein Planeo oder eine andere Verziehung dabei, eigentlich
das kannst du selbst entscheiden. Es spielt nicht so eine Rolle wirklich, welche Verzierung oder welche Art. Hauptsache, einmal hin, einmal zurück, noch einmal hin. Kann man das führen? Ja. Aber hier wollen wir, dass sie uns das Signal gibt, falls sie das möchte. Zum Beispiel, ochos rückwärts. Und jetzt, wenn sie nichts macht, ich führe weiter. Sie macht nichts, ich führe weiter. Aber in dem Moment, wenn sie da ankommt, könnte sie mich wieder so aufmerksam machen und selbst zurückgehen. Hier würde ich weiterführen. Ja? Aber jetzt hat sie mich aufmerksam gemacht, sie will etwas machen. Dann gebe ich ihr die Zeit, gebe ich ihr die Stütze. Jetzt was? Ah, jetzt darf ich weiter. Ja? Also Hauptsache, dass sie das ganz deutlich zeigt. Weil der Mann kann auch nicht ständig sich fragen, will sie jetzt vielleicht was machen, will sie vielleicht nicht jetzt. Nein, ich führe einfach. Will sie was machen, dann soll sie das deutlich zeigen. Also dann, die Übung war am Ende die. Wir machen 6, 7, Schritt und Kreuz. Ja? Wenn sie etwas anderes will, dann soll sie das zeigen. Ansonsten kann ich sogar die Kombination wiederholen. 6, 7, Schritt, Kreuz. Kann ich nochmal wiederholen. 6, 7, Schritt, Kreuz. 6, 7, jetzt hat sie mir gezeigt. Okay, jetzt warte ich. Sie macht jetzt diesen Schritt. Ich wechsle das Gewicht und hier die Parada. Wenn sie nichts macht, dann führe ich weiter ins Kreuz. Und dann nochmal. 6, 7, jetzt will sie nochmal die Parada. Wenn sie nichts zeigt, dann gehe ich weiter. Wenn sie was zeigt, dann lasse ich sie ihre Verziehung fertig zu machen. Wie gesagt, sie kann zuerst den Planeo machen und dann diese andere Verziehung. Dann sie kann auch eine andere Verziehung hier machen, sie kann da machen, sie kann machen eigentlich, was sie will. Hauptsache hin, zurück und hin nochmal und den Mann ganz aufmerksam machen. Kann man das alles führen? Natürlich kann man das auch führen. Also 6, 7, hier könnte ich das führen. Wie? Geh ein bisschen runter, ein bisschen nur. Dann Rotation nach rechts und dann warte ich, bis sie diese Verziehung macht. Kann man hier führen, dass sie zurückgeht? Ja, natürlich, hier könnte ich sie zurückführen. Als ob ich hier ein Ocho rückwärts führen würde, aber nur ein ganz kleines Signal. Können wir wiederholen. Ja, selbstverständlich kann man das alles führen. Aber es ist mehr für die Damen. Wenn ihr spielen wollt, im Moment des Sandwich oder der Parada, tu das. Tu das. Nur zeigt dem Mann deutlich, jetzt möchte ich mehr machen. Jetzt möchte ich mehr tanzen. Ich möchte mehr zeigen. Das Gleiche bei diesen anderen Sachen. Ich möchte jetzt mehr zeigen. Ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich habe Lust jetzt auf diese Sache. Und sprich nichts dagegen. Das Gleiche, noch ein drittes Beispiel, eine Barrida. Ich mache eine Barrida, sie geht drüber. Sie geht drüber. Ich mache die Barrida nochmal. Sie könnte die Barrida auch zurückführen. Aber dann muss sie deutlich stoppen und mich zurückführen. Sonst gehe ich weiter. Barrida, etwa. Hat sie mich gestoppt. Und dann machen wir zum Beispiel die Parada. Machen wir nochmal hier. Barrida, sie geht weiter. Barrida, da hat sie mich gestoppt. Parada. Wenn sie nichts macht, führe ich weiter. Da in dieser Parada könnte sie mir auch, zum Beispiel jetzt, das wollte ich gar nicht. Aber das hat sie gemacht. Das hat sie mir gezeigt. Ich hätte gefühlt, dass sie rübergeht. Aber sie macht die Barrida und dann macht sie. Aber es ist so deutlich, was sie da zeigt, dass ich das verstehe und warte. Ja, sprich nichts dagegen. Also, traut euch, ein bisschen mehr zu machen. Thank you.